Einen schönen guten Morgen. Neuer Tag, neuer Trail, neue Tour. Oh Wunder, wir haben keine so komischen Gesichter, wir können heute lachen und auch richtig alles bewegen, wir sind nicht durchfahren. Und voll krass, auch die Finger gehen voll gut. Also, das ist richtig lustig. Da kannst du alles, man kann die Leute wieder ärgern. Hotel war richtig cool. Ja, echt cool. Wirklich super. Ja. Und jetzt sind jetzt keine 30 Euro die Nacht. Das ist Wahnsinn. Es ist echt abnormal. 2 Stück haben wir. Wahnsinn, 2 Stück, die sind jetzt echt Ferragosto vorbei. Wirklich cool. Seht ihr, wir haben da einen tollen Parkplatz gekriegt, haben gleich unseren Doncheller probieren können gestern. Ja. Weil die Leute, die was da parken, ja. Hoppala, mein Deckel so gekugelt. Das Händel pickt es auf. Ja, ich weiß nicht was. Seht ihr das? Also die Neigung da, die ist ziemlich steil. Und die Leute da, wenn die jemals rauskommen mit ihrer Sommerpatsche, weil das ist richtige Multen gestern gewesen. Ja, voll, also das wundert mich. Schade, dass wir nicht so lange da sind, bis es wieder regnet. Da müssen wir fast überlegen, so lange bleiben, bis ein Wetterumschwung kommt und dazu schauen vom Frühstück. Egal, für uns geht es jetzt da Woche über die Wicke drüber und Richtung Gavia Pass. Und dann geht es heute wohin? Von Gletscher. Von Gletscher, wow. Und an Civitale. Und Civitale machen wir da noch? Okay, krass, hätte man mehr mitnehmen müssen. Ah, drunter bleiben wir. Sehen können, wenn wir auf den Civitale umgestanden sind. Ah, okay, ja. Jetzt sind wir gespannt, wo uns die Wicke hin navigiert. Das wird sicher lustig werden von Gletscher. Okay. Ja, aber das ist mir so erklärt worden. Das ist mir so erklärt worden, ja. Flachs, oder? Genau. Das checkt keiner. Das checkt keiner. Auf alle Fälle haben wir da ein Video verboten und wir lachen uns jetzt nicht nach. Aber nur lustig, ich habe dann auch gesagt, wo ist denn der weiße Sack, wenn wir unseren Peugeot umbauen? Wir machen euch auch noch ein Video für den Peugeot einmal, wenn das so funktioniert. Ja. Umbauen, dann haben wir da einen Sack, auf den ich schlafe. Das ist ein normaler Sack, eigentlich so ein Wäschesackart. Und auf den ich schlafe, kurz vorher war dann der Schlafsack. Gell? Ja, das ist so gelacht. Und da haben wir Virtual, du bist dann hergekommen zu mir. Und ich wollte, nein, ich wollte so. Du wolltest so, ja. Also das Dirndl macht echt was durch. Wenn es jetzt bei mir niemand packt, vielleicht nimmt es irgendwer dann einmal auf, dass es ja besser geht. So, wir starten jetzt zu. Wir haben jetzt eigentlich, die geht's nicht schlecht. Okay, freut mich. Das ist auch mal aus zu einer Frau. Ihr geht's nicht schlecht beim Mann. Können die wenigsten behaupten. Wir starten da jetzt zu. Unsere Tour, also wir fahren jetzt zuerst aus Feld Richtung Gavia Pass bis auf so 2500 Meter. Das sind jetzt dann so 1000, nein nicht ganz 1000 Meter, 800 Höhenmeter. Und dann schieben tragend aufs Joch rauf. Vom Gletscher. Die Tour heißt halt vorm Gletscher. Ja, ich weiß nicht, was du hast. In der Front of the Glacier. For the English subtitles. We try to speak English a little bit more, because they said in the comment we should talk in, should speak English. Yeah. Should we try? Yeah. So, at the breakfast I asked a guy, he was wearing a whole mask in his face. He was doing a robbery. No, he is a motorcyclist and he only have one mask. So, we need mask at the breakfast. Das war echt schräg. Das war krass, also, ja. Du hast nicht einmal selber beim Buffet holen dürfen. Ja, also, du hast alles aufgeladen. Also, von mir habe gleich erklärt, dass es gescheit ist, mir den Liter Fruchtensaft geben. Und die haben aber nur so kleine Glasel gebracht. Man ist halt nicht mehr gegangen und was auch ganze Saft. So, nur geredet, fahren wir los. So, und auf geht's. Und so schlängeln wir uns jetzt die Straße auf. Geht total super. Natürlich mit der Traumkulisse noch besser. Sind wir schon weiter herum? Ist jetzt gut gegangen. Teilweise sind echt steile Passagen drin. Und dann geht es wieder gut. Jetzt sind wir schon wieder weiter herum. Und zwar sieht man da jetzt auch wieder auf dem Monte Civitale. Geil. Richtig cool. Da war schon einmal eine Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich darf ihn auch noch mal machen. Wahnsinn! Eigentlich ist total wenig los. Gerade genau jetzt sind 2 Autos und 2 Motorräder gekommen. Toll. Echt die ganze Auffahrt, nix. Ja. Sie sind eh gescheit drin gelegen. Passt schon. Was sagst du? Super, oder? Schön. Für uns geht es jetzt dann gleich links weg. Wir sind jetzt eigentlich kurz vom Pass. Und dann geht es eben für uns links auf Richtung Gletscher. Ah, die sind echt mager, ja. Voll mager. Ja, die haben auch kein gescheites Gras mehr da. So, da sieht man jetzt das Kriegerdenkmal und da hinten ist der Gletscher. Da unten ist das alte Refugio und die Straße da entlang geht es für uns dann eine. Und dann schauen wir, wie weit wir bis zum Gletscher hinkommen. So schön. Teilweise kann man nur fahren oder halt schon Schirm. Und jetzt hat man schon richtig geil den Blick auf den Gletscher. Kann man immer nach und nach. Ja, voll. Oh, we're still here, flipping coins by what's to... So, jetzt geht es ein kleines Stückchen mehr hoch. Den müssen wir aber dann nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr rauf. Ist jetzt mittlerweile zum Tragen geworden. Von unten haben wir gemeint, es geht gar nicht, aber es geht tatsächlich extrem gut. Also, wenn wir uns den Wasserfall siehst und den Bach verweiden, weil man uns echt nur, da geht kein Weg. Aber bis jetzt geht es gut. Sind wir froh. Schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Das ist jetzt mal ein krasser Unterschied. Schaut mal, sogar Gras, also es ist komplett steinerfrei fast. Und von den Haufen da, wenn wir kommen, das habt ihr eh gesehen, ist einfach nur Steinhaufen. Und auf einmal wird es so geil. Schaut mal gut aus. So, jetzt sind wir mal Richtung in seinem Ziel entlang gegangen. Ja, jetzt sind wir da auf unserem Weg, wo es Richtung Biwak oder halt das Joch geht für uns. Also wir haben jetzt die andere Seite vom Gletscher den Weg genommen. Und dahinter müsste dann das schon sein. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, schaut oft schlimmer aus, dann wie es ist. Schauen wir einfach mal. Zacker! Kannst du aufpassen? Schön, gell? Ich glaube auf 3000 schon. Ja, Luft nach mir. Der Trail ist Bombe. Ja, schau es mir an. Ja, umso weiter wir aufkommen, umso besser ist der beieinander. Ja. Kommen wir vor. Geil. Da. Was kommt jetzt? Schau es euch mal das an, bitte. Wie geil ist das? Das ist ja nur noch mega, oder? Ist der blau? Das sieht man jetzt auf der Kamera nicht so gut. Aber das ist ja absolut heftig. Wow. Mega. Jetzt sind wir die Ausseite umgegangen vom See. Wow, oder? So, heftigst. So geil. Und so weit herum. Und die Farbe von dem See. Es ist echt Wahnsinn. Also wenn man direkt daneben steht, der ist hellblau. Wow. Es ist voll lustig, da hinten geht der Gletscher, oder? Das Wasser halt auch auf dem Gletscher. Ja, und da oben ist kein Gletscher mehr. Ah, okay. Einfach nur Schneewasser oder normales Wasser. Genau, mein Fehler. Und dann da drüben ist der Auslass. Voll lustig und da geht dann der Bach hoch, gell? Der geht dann bis ganz hoch. Jetzt wissen wir auch, woher das Wasser kommt. Geil. Jetzt haben wir es noch nicht mehr so weit. Dann schaust du, das sind schon wieder Seen. Also das ist ja echt krass. Wunderschön. Ja genau, Badetour. Ich weiß, eiskaltes Wasser. Für uns jetzt nicht so optimal, weil wir alle ein bisschen verkehrt sind, aber sie ist saugeil. Ich darf jetzt schon reinhupfen. Ja, war geil, ja. Einmal kurz abkühlen, war mega. Wow. Und da oben, das wollte ich auch noch sagen, sind noch ein paar Stellungen drin. Sieht man jetzt da schlecht. Aber krass, was die da eingebaut haben. Wahnsinn. Und so geht unser Weg weiter. Schaut immer noch gut aus. So, ich muss fürs Video jetzt stehen bleiben. Hier ist keine Luft. Ich merke das echt immer so krass. Aber da oben ist echt das Biwak. Weil das hat jetzt nicht so gezogen. Aber der Weg ist echt, das wird krass benannt. Wie heftig. Und das Bahnhof ist der Wahnsinn. Und die sehen da unten. Krass. Wunderschön. Und da sind noch alte Stellungen, also Überbleibsel mehr oder weniger. Auf geht's die letzten paar Meter. Wir haben es bald geschafft. Die letzten paar Meter. Oh, geil. Bahnhofschwenk. Mache ich dann extra. Tag heil! Wir haben es geschafft. Oh, es war Wahnsinn, es war echt wirklich lang auf. Aber man kann es echt sehen lassen, darum das Ganze. Aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Also der Ausblick da, das braune, was da ist, ist alles Stacheldraht. Das ist mehrere Meter breit. Und da da vorne auch noch. Da oben sind alle Stellungen, ganz ein Kamm entlang. Da Richtung Gavia Pass, unten das Biwak. Vicky. Hallo. Hallo. Und wirklich, wirklich satt. 3850. Wirklich, wirklich satt. Und ja, das ist von der Seite diese atemberaubend unten um so einen Pool einlassen. Also der See ist auch richtig satt. Wow. Abnormal. Was ist das hier blau? Ja, brutal, oder? Wow. Und warum wir die Radl unten lassen, wir können die eigentlich bis ganz auf mitnehmen. Ja. So. Bin ich auf diesen höchsten Punkt herum. Wow. Wow. Einfach abnormal. Sauber. Cool, oder? ist auch geil, gell? Ja, fertig. Boah, das war ein langer Tag. Ja, lecken kann man auch. Boah, es war richtig lang. Also die letzten Prozent Akku, wie viel haben wir noch? Ja, nicht mehr viel. Auf jeden Fall war es in Summe echt cool. Voll, also langer Trail. Ja. Ja, Tag voll ausgenutzt, würde ich mal sagen. Voll. Ja, ich bin dann froh, wenn ich aus meinen Schuhen rauskomme, in die schwimme ich nicht mehr so. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Rest in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau, wir hoffen ja. Das. Genau. Und ja, dann bis morgen. Eigentlich schon wieder, ja. Passt. Danke fürs Dabeisein. Ja.